Liebe Leitende, schön, dass Sie wieder unsere Sprechstunde Der Nächste bitte angeklickt haben. Mein Freund Ivan im Hintergrund hatte als Kind sehr oft mit Fieber zu tun. Er hat hoch gefiebert und lange gefiebert. Als er später Papa wurde, hat er das bei seinen eigenen Kindern erlebt. Und manchmal war ihm doch etwas flau im Magen. Ab wann sollte er was tun und wann sollte das Kind einfach nur fiebern lassen? Professor Tim Niehus, Sie sind Direktor der Kinderklinik in Krefeld. Herzlich willkommen. Wie oft passiert das, dass Eltern mit einer gewissen Form von Angsttrauma und ihren Kindern bei Ihnen in der Klinik aufschlagen? Das ist ein sehr häufiges Thema. Tatsächlich. Also die Eltern, die machen sich häufig Sorgen. Insbesondere, wir haben viele türkische Mitbürger. Auf Türkisch heißt das Wort Fieber sowas wie Feuer. Und die Eltern haben dann besonders Angst um ihre Kinder, weil sie sozusagen im Feuer sind. Aber Fieber ist eigentlich ein Zeichen, dass etwas funktioniert, ne? Fieber ist eine tolle Reaktion, die der Körper macht. Wenn irgendwas Fremdes in den Körper kommt, dann reagiert der Körper über das Gehirn, damit dass er die Temperatur erhöht. Sandra P. aus Emmerich fragt, ab wann ist Fieber bei einem Kind eigentlich bedenklich und ab wann sollte ich mir wirklich Gedanken machen? Die Mütter kennen ihre Kinder immer am besten. Und wenn die Mütter das Gefühl haben, es ist nicht nur das Fieber, sondern noch andere Dinge kommen hinzu, das Kind trinkt nicht mehr richtig, das Kind ist nicht mehr sonst wie normalerweise, es verhält sich nicht richtig, es spricht nicht richtig, es trinkt und isst nicht richtig, dann ist der Zeitpunkt, wo man vielleicht den Kinderarzt aufsuchen sollte. Philipp R. aus Mönchengladbach fragt, er hat mehrmals bei seinem Kind wirklich massive Fieberkrämpfe erlebt und er wusste nicht, um wen man sich mehr kümmern sollte, um seine Frau, die ängstlich war, oder um das Kind. Fieberkrampf, was muss man tun? Ich kann das verstehen, dass man da große Sorge hat, denn wenn so ein krampfendes Kind vor einem ist, das ist wirklich erschreckend und da hat man große Sorge. Die Fieberkrämpfe an sich sind aber eigentlich nicht gefährlich. Warum nicht? Man kann, weil die relativ schnell wieder weg sind, weil das praktisch nur eine Entladung des Gehirns ist, wie beim Kurzschluss, aber die Leitungen sind hinterher alle wieder in Ordnung. Also man hat damit keine Schäden am Gehirn. Trotzdem sind Kinder manchmal nicht ansprechbar, ne? Richtig, das kann kurzfristig sein und das macht einem dann auch große Sorge, aber meistens geht es von alleine wieder weg. Und dann ist natürlich auf jeden Fall ein Kinderarzt aufzusuchen oder wenn der Kinderarzt seine Praxis nicht aufhat, dann die nächste Praxis, wo das geht oder Kinderklinik. Eine große Frage ist, die immer diskutiert wird, ich weiß es von mir, wo wird eigentlich Fieber gemessen? Popo, Achsel, Mund. Herr Niehus, ein Wort unter Männern. Wo wird gemessen? Eigentlich die beste Methode zu messen ist im Popo. Ja. Das ist das sauberste und genaueste, das wissen wir. Das sauberste? Das sauberste natürlich nicht, aber das genaueste, weil man da die Körperkerntemperatur am besten feststellen kann. Ah, ja. Aber man muss dazu sagen, pragmatischer und einfacher ist eigentlich das Achselthermometer, was man drunter klemmt. Es gibt das Ohrthermometer, sehr, sehr einfach und schön zu machen. Machen viele Kinderärzte auch, weil es sehr pragmatisch und kurz ist. Sind die verlässlich, diese modernen Fieberthermometer? Ja, im Ohr? Auch die im Ohr sind verlässlich. Ja. Ein älterer Leser, Peter K. aus Neuss, fragt, tolle Frage, mein Enkel fiebert oft sehr hoch und wir Älteren arbeiten ja gerne mit Wartelwickeln und solchen Hausmittelchen, aber die jüngeren Generationen vertrauen auf Medikamente. Was ist eigentlich besser? Gibt es da einen Erfahrungswert? Also ich als Kinderarzt bin sehr vorsichtig mit Medikamenten, weil wir gar nicht wissen, ob wir das Fieber denn überhaupt senken sollen. In gewissen Situationen ist das erforderlich, aber es ist eben nicht immer erforderlich, weil es ja eine sinnvolle Reaktion des Körpers ist. Die Wadenwickeln sind für das Kind eine Zuwendung, aber eigentlich, wenn man als Mediziner darüber nachdenkt, ob die sinnvoll sind, muss man sagen, eigentlich eher nicht, weil sie dann dem Körper signalisieren, er muss noch mehr Temperatur aufwenden, um praktisch auf die richtige Temperatur zu kommen und dann ist das manchmal gar nicht so hilfreich mit den Wadenwickeln. Was sollten Eltern tun, wenn das Kind fiebert und das Fieber geht nicht weg, also über mehrere Tage sehr hoch? Also dann ist auf jeden Fall ein Kinderarzt aufzusuchen und der muss dann untersuchen, das Kind. Hat es was an der Lunge, hat es was an den Ohren, hat es was im Hals oder sind schlimmere Erkrankungen die Ursache? Also wenn es mehr als 3-4 Tage hohes Fieber sind, ist dann auf jeden Fall ein Kinderarzt aufzusuchen. Lieber Niehus, vielen Dank für diese sehr knackigen und sehr präzisen Antworten. Ein Thema, was uns alle weiterhin bewegen wird, aber wir sollten entspannt sein, wenn es um das Thema Fieber geht und wenn es zu lange bleibt, ab zum Arzt. Schön, dass Sie wieder dabei waren.